Herzlich willkommen zu Candy Trips. Ich bin Melissa und ich treffe heute Görki, ein Fitnessmensch, der ganz viel Sport macht und euch auf YouTube erklärt, wie ihr fit werdet. Ich möchte euch mal ein kleines Bauch-Anfängerprogramm jetzt zeigen. Ich glaube, er macht tatsächlich auch mit mir Sport, aber das ist total schlimm, weil ich habe seit 6 Jahren mich maximal zur Xbox und wieder zurück bewegt. Der macht da tatsächlich auch schon verrückte Sachen auf der Bank. Was ist da los? Ah, Mittagspause natürlich. Mittagspause. Hi, hallo. Das ist der Görki. Ja, hallo. Hat gerade nichts zu tun, da ist mal ein paar Liegestütze, ne? Ne, andere Leute gehen fressen. Er macht hier so Liegestütz-Schüsse. Also ich bin der Görki. Eigentlich Christoph und Görki stammt einfach von meinem Nachnamen Gerke. So ein bisschen abgeleitet. Welchen Namen hättest du dir denn gegeben, wenn du ihn jetzt noch ändern könntest? Wahrscheinlich am Anfang hätte ich dann wahrscheinlich so Big Chest oder sowas. Keine Ahnung. Abgürken. Ja, erklär mal hier, abgürken. Abgürken? Ja, ich habe ja bei dieser Burger-Aktion mitgemacht und ich dachte, man muss da mal irgendwie seine Freude ausstrahlen. Tanzen konnte ich schon immer gut. Dann dachte ich, ich zeig's auch mal im Video. So, könntest du zumindest zeigen, wie es geht? Ja, kannst du mal gucken. Wie das geht, also auf jeden Fall ist es eigentlich ziemlich konfus. Man muss einfach ein bisschen mit der Hüfte wackeln, immer diese Siegerpose. Und ganz wichtig ist einfach mal einmal dieser Special Move. Der Skorpion. Der Skorpion. Das ist abgürken. Eigentlich hat man da ziemlich viele Freiheiten. Der Skorpion muss mit rein, würde ich mal so sagen. Und man sollte eigentlich auch das Essen draufkleben, auf das man sich freut. Das ist ja eigentlich der Ausdruck beim Abgürken. Man freut sich auf das Futter, was da draufpackt. Steht. Ja. Du kannst ja mal einen Abgürk-Contest machen. Abgürk-Contest. Unser Aufruf für euch. Ja, einfach mal abgürken vor der Kamera einschicken und der beste Abgürker. Der wird bei mir auf dem Kanal vorgestellt und kriegt ein fettes Paket Nahrungsergänzung. Ich hau da immer was raus, wisst ihr ja. Und ich denke, das ist immer eine Möglichkeit, Abgürken ein bisschen zu verbreiten. Abgürken ist ja auch so ein Trend inzwischen. Ne? Ja, ne? Hier, ja. Den Skorpion. Oh, jetzt geht's schon los hier mit Treppensteigen. Ah, sieht mal schön aus hier. Das ist wunderschön. Potsdamer Platz. Und ich hänge immer nur in der Bergmannstraße ab. Deutsch? Ja, bin ich. Aber die Frage kommt immer wieder auch in den Kommentaren. Ja. Weil ich auch, sag ich mal, viele Fans habe jetzt, die ein bisschen Multikulti sind, glaube ich. Genau. Aber ich bin deutsch. Sieht aber, glaube ich, nicht so aus. Eigentlich geht es mir darum, mehr so einen gesunden Lifestyle zu vermitteln und dass man auch den Leuten einfach zeigt, Sport kann Spaß machen und dass man nicht den ganzen Tag in der Bude hängen muss und gerade auch vielleicht auch mal draußen ein bisschen laufen gehen kann, ein bisschen trainieren kann. Einfach, dass man das genauso einbinden kann in seinen Alltag wie jegliche andere Dinge auch. Und schaden kann es nie, ein bisschen Sport machen. Aber du gehst auch zu McDonald's? Für mich war das auch einfach vielleicht die Möglichkeit, mal einen Versuch zu starten, das Ganze ein bisschen, sag ich mal, gewissenhafter zu machen. Ja. So ein Burger, den man isst und dann nicht rausgeht, scheiße, wieder 1000 Kalorien, sondern ein paar weniger einfach. Und ich glaube, das ist damit möglich, aber ich möchte jetzt keinen da irgendwie animieren, regelmäßig den Burger zu essen. Das ist nicht die Sache. Weißt du, was traumhaft ist? Ein dicker Burger. Ein dicker Burger. Mit viel Ketchup. Ja, Burger wäre jetzt echt geil. Ja, ne? Oh, McGurky. Was ist denn da drauf überhaupt? Baby-Blattspinat. Mehr nicht? Doch, auch noch Hähnchenfleisch, Frischkäsesoße, Rucola und Vollkornbrot natürlich. Ballaststoffreich, gesund. Aber hältst du denn tatsächlich Diät? Nee, ich nicht, nee. Also ich versuche das so zu machen, dass ich relativ viel Sport mache und dann eigentlich essen kann, was ich will. Könntest du dich in fettes Mädchen verlieben? Weiß ich nicht. Wieso nicht? Keine Ahnung. Also ich würd das nicht ausschließen. Also ich würde das jetzt auch nicht darauf reduzieren, ob jemand eine gute Figur hat oder gut trainiert ist. Das ist ja nicht das Wichtigste. Ja. Also ich würde jetzt sowas auf jeden Fall nicht von der Figur oder so ausmachen. Natürlich möchte man auch seine Hobbys teilen. Und wenn jetzt jemand gar keinen Sport macht, ist es dann für mich auch vielleicht ein bisschen langweilig. Aber da muss jetzt nicht irgendwie so ein Topmodel vor mir stehen. Hast du noch ein Hobby? Esse sehr gern. Das gehört irgendwo auch zum Sport dazu. Du kommst gar nicht aus Berlin, ne? Ich komme nicht aus Berlin. Man hört auch, wo kommst du her? Aus Dortmund, aus dem Pott. Aus dem Ruhrpott. Das ist noch nicht weg. Das geht auch nicht weg. Ich würde gar nicht wegkam. Also ich verbinde damit eigentlich viel. Ich bin gerne da, obwohl ich schon lange weg bin eigentlich. Meinst du, deine Fans sind enttäuscht, weil du noch ein Shirt an hast? Bootcamp Görki, genau, also das wäre doch geil. Fuß so drauf und runter. Da gibt es auch Personal Training. Ach, sieht ein bisschen anders aus. Aber im Prinzip ist es gleich, man muss die Leute quälen und sie müssen unterhalten. Wie eine Domina, aber gesellschaftlich akzeptiert. Kann man so sagen. Wir gucken mal nach dem Spielplatz und schauen einfach mal, wo man
in Berlin draußen so ein bisschen Urban Workout machen kann. 25 Stück, 3 Sekunden Pause. Merkt man, oder? Mobilisierung der Wirbelsäule und der Hüfte. Wer ist dein Lieblings-Superheld? Darkwing Duck natürlich.